und herzlich willkommen bei The Nosy Rosie am Sonntag. Ja, unser Thema diese Woche lautet Transsexualität. Gut. Ja, Transsexualität. Ich persönlich finde das Thema wirklich interessant. Und ich habe mir auch Gedanken diese Woche gemacht. Und bin eigentlich auf den Punkt gekommen, dass ich gar nicht so viel darüber weiß. Also, wie doch jetzt sowas direkt abläuft, so eine Umwandlung oder Geschlechtsangleichung. Und musste sofort an den Paul denken. Ja, kurz zu dem Paul. Paul habe ich als Titte kennengelernt. Und habe eigentlich schon sehr früh bemerkt, dass Paul sehr maskulin ist, oder besser gesagt, Titte sehr maskulin ist und sich sehr männlich gegeben hat, bis dann irgendwann der Punkt kam, wo Paul meinte, ja, ich bin transsexuell. Für mich war das gar kein Problem. Paul ist immer noch der gleiche, wie er davor auch war, und ich sehe da auch gar kein Problem. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich befrage Paul einfach dazu, habe Paul ja, gefragt, ob er darauf Lust hätte, wenn ich mit ihm ein Interview führe, und er hat sofort ja gesagt. Und ja, dann lasst euch doch jetzt einfach mal überraschen und viel Spaß mit Paul. So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Nosy Rosies. Ja, wie Mia ja schon gesagt hat, hat sie ein kleines Interview mit mir geführt, beziehungsweise haben wir uns Fragen halt ausgedacht und alles. Und halt über das Thema Trans. Erstmal vorneweg, ich bin der Paul. Ich bin 17 Jahre jung oder alt, das kann man sich jetzt aussuchen. Komme ursprünglich aus dem schönen Thüringen, wohne jetzt im schönen Niedersachsen und bin transsexuell. Das so zu meiner Person. Und ich fange am besten auch einfach gleich mal direkt an. Die erste Frage, die wir uns ausgedacht haben, beziehungsweise die mir gestellt wurde, ist: Seit wann weißt du, dass du transsexuell bist? Also, wissen tut man das eigentlich sein Leben lang. Aber ja, logisch in den ersten 10, 15 Jahren ist das nicht wirklich so das große Thema, weil man macht sich da nicht arg so viele Gedanken darüber. Sicher, man merkt schon, okay, pass auf, irgendwas ist jetzt sicher falsch, aber man nimmt das gar nicht so für voll, besonders wenn man halt gerade in der Pubertät ist und alles. Und ja, man spezialisiert sich da jetzt so gar nicht drauf mit seinem Gedanken, beziehungsweise versucht es einfach am besten zu verdrängen. Und jetzt aber, vor circa einem Jahr, habe ich dann selber zu mir gesagt: Okay, pass auf, das ist jetzt nicht mehr Pubertät, das ist wirklich so. Und es bringt nichts, irgendwie jemand zu sein oder jemand versuchen zu sein, der man eigentlich nicht ist. Also habe ich mir gesagt: Okay, pass auf, du gehst den Weg jetzt oder versuchst ihn zumindest zu gehen. Und hier sitze ich jetzt. Ja, dann die zweite Frage ist: Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also auch schon im jungen Alter, das sage ich mit meinen 17, im jungen Alter, also in jüngeren Jahren. Fällt einem das selber so gar nicht auf. Es ist dann alles nur so das, was einem Verwandte, Eltern oder Freunde halt dann einfach sagen, dass einfach das Verhalten schon immer irgendwo extrem männlich war. Und auch, ich hatte prinzipiell nur Jungs als Freunde. Okay, das hat jetzt so damit nicht viel zu tun, aber ich habe auch so meistens wirklich nur Dinge getan, die Jungs tun, und habe mich auch geweigert, beziehungsweise verdammt ungern irgendwie Frauen, also richtige Frauenkleider getragen.
Und mit dem Jahr wurde es dann halt einfach immer intensiver, dass man dann irgendwann auch sich selber die Frage gestellt hat, wenn man vorm Spiegel steht, wer bist du eigentlich und was willst du überhaupt sein? Und dass man dann meistens bei dieser Frage einfach auch immer auf was anderes kam, als das, was man im Spiegel sieht. Und man einfach mit seinem Körper so komplett unzufrieden war und dann halt gewusst hat, dass das so nicht mehr weitergeht. Und das waren halt so die Dinge, die sich bemerkbar gemacht haben. Halt besonders schlimm war halt, oder ist halt auch dieser Kopfkampf, den man hat. Und eigentlich so ein bisschen dieser Kampf gegen sich selber. Und ja, Frage Nummer drei, wie haben deine Freunde bzw. Familie darauf reagiert? Also meine Freunde, die haben sich das schon gedacht, die haben da jetzt nicht wirklich geschockt drüber reagiert, weil die kannten mich einfach nur schon entweder halt als Titte oder als Paul. Und es war halt schon immer so, dass ich schon immer eigentlich so mehr der Junge war in allem, was ich getan habe und was ich gemacht habe und wie ich aussah. Von daher war das jetzt für die nicht wirklich eine große Umstellung. Meine Familie, also meine Mom, hat es auch schon geahnt. Sie hat gesagt, sie hat gewusst, dass es so kommt. Und sie unterstützt mich, wo es geht und wie sie kann. Meine ganze Familie, die tut das. Und meine Freunde haben auch gesagt, es ändert ja jetzt nichts an der Person, die ich bin. Und wenn das der Weg ist, den ich gehen möchte und der mich glücklich macht, dann unterstützen sie mich dabei natürlich auch. Und ist halt kein Problem für sie. Ja. Frage Nummer vier ist, wie der Ablauf von so einer Umwandlung jetzt funktioniert oder abläuft. Also erstmal sucht man sich einen Therapeuten und muss dann circa ein Jahr lang wie so eine, sage ich mal, Be Bewährungsprobe machen. Da wird halt Gespräche mit einem geführt, es wird manchmal auch so einen Alltagstest durchgeführt und man muss halt einfach extrem viel über sich als Person reden, wie man in gewissen Dingen reagiert. Halt, es wird halt einfach getestet, wie, sag ich mal, wie männlich man ist. Und dann werden da Gutachten erstellt, zwei Stück, dass halt wirklich Transsexualität vorliegt. Dann beginnt man mit Testosteron. Das bekommt man, wenn mich nicht alles täuscht, anfangs glaube ich einmal im Monat. Muss es dann halt auch für den Rest seines Lebens nehmen. Ich hoffe, dass, so wie ich das mitbekommen habe, zumindest. Ja, Testosteron, dann kommen halt diese ganzen Operationen, halt die Mastektomie, also die Brustabnahme. Das aber halt meistens erst später, sage ich mal, das circa nach einem Jahr, anderthalb Jahre beim Therapeuten, bei manchen auch erst später, bei manchen schon früher. Das kommt halt immer ganz darauf an. Dann, ja, halt auch immer wieder Routineuntersuchungen, wie das Testosteron auf den Körper sich auswirkt. Und man hat halt unglaublich viele Behörden und Arztbesuche, die man absolvieren muss. Und besonders anfangs mit den Arztbesuchen, dann muss man jedem seine Geschichte irgendwo ein Stück weit erzählen und man hat das Gefühl, es hat einen nie enden, ist es nie endender Kreislauf, bis man halt wirklich irgendwann ankommt und sagt, geil. Dann auch Namensänderung, das muss man alles beantragen. Das Testosteron muss auch alles beantragt werden. Bis jetzt habe ich eigentlich nie irgendwo gehört, dass die Kosten für Therapie und Testosteron nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Also soweit ich das jetzt immer mitbekommen habe und auch bei mir, wird das eigentlich alles von der Krankenkasse übernommen. Bei den Operationen kann ich jetzt, Entschuldigung, so noch gar nicht sagen, aber ich schätze, dass das auch übernommen wird, wenn man es in Deutschland macht. Und ja, wie gesagt, nach der Mastektomie kommt dann auch halt, wenn man das möchte, alles. Ist halt immer, wenn man das will. Dann die Gebärmutter wird dann entfernt und dann halt letztendlich dann noch die Geschlechtsangleichung, also im Teambereich, dass da dann Penisaufbau begonnen wird, wenn man das will. Man kann auch sagen, nur Brüste weg, sage ich mal, und Testosteron und weiter will ich nicht gehen. Oder man sagt halt ganz komplett alles. Das ist halt dann im Endeffekt jedem selbst überlassen, wie weit man, sage ich mal, gehen will und wie weit man das seinem Körper auch irgendwo zutraut. Weil es ist natürlich alles auch mit einem wahnsinnigen Risiko verbunden.
Und auch, sage ich mal, der Penisaufbau ist, ja, die Ergebnisse, es ist halt was, es ist halt eine schwierige Operation und es kann halt auch schon extrem rumgefuscht werden, sage ich mal jetzt. Von daher ist es halt immer eine persönliche Entscheidung, wie weit man da wirklich, wie gesagt, gehen will. So, nicht wundern. Es gab leichte technische Probleme. Die nächste Frage wäre, wie wirkt sich Testo auf den Körper aus? Also das Markanteste ist wahrscheinlich, dass die Stimme auf alle Fälle tiefer wird und das Gesicht markanter, halt mehr die Gesichtszüge von einem Mann annimmt. Man bekommt Bartwuchs, also allgemein überall Haare, Haare an den Beinen, Armen, überall Haare. Dann habe ich jetzt auch schon viel mitbekommen, dass auch das eine ziemliche Kopfsache dann halt ausgelöst wird. Viele sagen, dass sie halt recht aggressiv sind teilweise, beziehungsweise halt leicht reizbar und ständiges Hungergefühl und eine ziemliche Gleichgültigkeit haben, was eigentlich ja nicht ganz schlecht ist. Und ja, wie gesagt, halt, das Markanteste ist die Stimme und einfach der Bartwuchs, beziehungsweise allgemein der Haarwuchs und ja. Dann Frage 6 ist Unterschiede zwischen volljährig und nicht volljährig. Also, ich bin ja auch noch 17, aber das macht bei mir, sage ich mal, jetzt nicht ganz so arg was aus. Da ich jetzt erst mit Therapie angefangen habe, weil es halt alles so lange gedauert hat, zwecks Therapeutensuche, Umzug zwischendrin, bla bla bla. Und ich zu meinem, wenn ich mit Testo anfange, werde ich da schon 18 sein. Von daher gibt es da kein Problem. Also jetzige Therapeutin, die macht wie so ein Vorgespräch mit mir und sucht mir dann einen Therapeuten oder verweist mich dann einen Therapeuten, der zu mir passt. Und die hat auch gesagt, dass die meisten hier bei uns in der Nähe halt erst mit 18 anfangen, Leute zu therapieren. Und soweit ich das weiß, kann man eigentlich auch mit Testo erst mit 18 starten. Aber ich habe jetzt auch schon oft den Fall gesehen, beziehungsweise mitbekommen, ein Bekannter von mir zum Beispiel, der nimmt schon Pubertätsblocker, also er ist halt noch 15, jetzt 16, nimmt Pubertätsblocker und ein anderer Kumpel kriegt jetzt auch demnächst sein Testo und ist auch noch minderjährig. Da weiß ich nicht genau, wie das verläuft, dass die halt das dann eher bekommen und wie das halt alles so ist. Meines Erachtens eigentlich erst mit 18, aber anscheinend, also, ich weiß auch nicht. Also ich fange auf alle Fälle wahrscheinlich erst mit 18 an, weil das ist ja eh noch 6 Monate hin bis zu meinem Geburtstag. Und ja. Die letzte Frage, Frage 7, ist Liebe. Also wie Frauen, lesbische Frauen oder auch normale, sag mal, normale, sorry, hetero Frauen auf das Thema reagieren. Also es ist unterschiedlich. Ich hatte bis jetzt allgemein nie ein Problem so damit. Also meine Freunde bzw. Freundinnen jetzt akzeptieren das alle. Und auch beziehungsmäßig hat bis jetzt niemand irgendwie gesagt, dass sie das nicht akzeptieren oder nicht wollen würde. Ich hatte nur einmal den Fall, dass gesagt wurde, pass auf, so kann ich keine Beziehung mit dir eingehen. Ich stehe nun mal auf Frauen und ja, das war aber auch, wie gesagt, eigentlich der einzige Fall. Und sonst, sicherlich, es wird schwieriger, eine Frau zu finden, da ja, sage ich mal, die Frauen, auf die ich jetzt, also wo ich lesbisch war, als ich auf die stand, beziehungsweise welche ich attraktiv fand, kann es natürlich auch der Fall sein, dass die halt dann mich nicht mehr wollen, halt aufgrund meines männlichen Daseins dann. Aber das wird man alles sehen und das stresst mich jetzt eigentlich nicht so. Naja, ja, und hetero Frauen,
sagen wir es mal so, ich habe jetzt keine so genau kennengelernt, dass ich mit ihr eine Beziehung eingehen wollte oder wollen würde, dass es irgendwie dazu gekommen ist, dass ich mich dann bei ihr geoutet habe. Und am liebsten sind mir aber bisexuell, weil mit denen hat man eigentlich am wenigsten Stress. Ja, ich bin eigentlich der Auffassung halt, dass Liebe nichts damit zu tun hat, welches Geschlecht man hat. Und ich muss auch sagen, wenn mich jetzt halt jemand fragen würde, ob ich auf Männer oder Frauen stehe, ich lege mich da nicht fest. Also ich sage jetzt nicht, ich stehe jetzt nur rein auf Frauen oder ich stehe jetzt nur rein auf Männer. Man wird sehen, was die Zeit bringt. Wenn es passt, dann passt. Dann ist mir das eigentlich recht egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Aber jetzt gerade im Moment finde ich Frauen anziehender als Männer und stehe auch nur auf Frauen. Und ja, aber ich würde mich deswegen trotzdem nie irgendwie festlegen oder als hetero bezeichnen oder sonstiges, wo ich mich in so einem Muster sowieso nie einordne. Und ja, dann war es das jetzt auch. Und ich habe mit Mia mir jetzt überlegt, die wird die Frage bestimmt auch nochmal gleich stellen. Wir haben jetzt eine Frage an euch, alle die das Video sich jetzt anschauen. Wie würdet ihr reagieren, wenn eure Freundin oder vielleicht auch Freund euch sagen würde, dass er sich umoperieren möchte, dass er seine Umwandlung in Frage zieht? Wie würdet ihr darauf reagieren? Würdet ihr sagen, es geht so nicht mehr? Oder würdet ihr wirklich sagen, okay, pass auf, ich unterstütze dich und alles? Also, wie würdet ihr mit diesem Thema umgehen? Und ja, in dem Sinne, falls ihr noch Fragen habt oder so, mir wird, denke ich, also auf meinen Channel verweisen und alles. Schreibt mir Mails oder keine Ahnung, ballert raus, was ihr wollt, meinetwegen auch in den Kommentaren unten. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war einigermaßen informativ. Und schönen Tag noch, guten Wochenstart und ja, war schön dabei gewesen zu sein. Tschüss! Ja, das war das Interview mit Paul. Erstmal noch vielen Dank an dich, Paul, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Daumen nach oben. Ja, sehr interessant. Ich bin auf jeden Fall schlauer als davor. Ich fand auch die Frage sehr interessant, wie würde man selber damit umgehen, wenn die Partnerin auf einmal sagt, ich möchte, also ich fühle mich im falschen Körper, ich möchte so eine Geschlechtsumwandlung oder Angleichung. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es kommt auch darauf an, wie weit dann die Partnerin gehen möchte. Möchte sie eine komplette Umwandlung, also auch mit dem Geschlechtsteil umwandeln oder nur so mit Bartwuchs, Stimme tiefer und so. Also ich glaube, ich würde als erstes sagen, natürlich bleibe ich bei dir, weil man die Person ja liebt und es ist ja eigentlich egal, was für ein Geschlecht es ist, aber ich weiß nicht, wie ich dann wirklich darauf reagieren würde, wenn es dann wirklich auch mit dem Geschlecht, also diese Geschlechtsumwandlung komplett ist, also auch mit einem Penis. Also ich weiß nicht, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, wie ich dann darauf reagieren würde. Ich glaube, das kann man so auch nicht sagen, weil es doch dann eine ganz schön eine Umstellung und eine komische Situation ist. Also ich möchte mich da jetzt auch nicht irgendwie festlegen, so ich würde das und das auf jeden Fall tun, weil man kann sowas nie davor sagen oder planen, finde ich. Und es kommt immer auf die Situation drauf an. Von dem her, ich weiß es nicht. Ich würde das in der Situation dann entscheiden, wie es mir dabei geht. Und ja, wie würdet ihr denn damit umgehen? Würdet ihr euch trennen? Würdet ihr bei eurer Partnerin dann Partner bleiben? Oder wie stellt ihr euch das vor? Oder wie steht ihr dazu? Das ist die Frage von uns jetzt an euch. Und ja,
Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann, die Mia. Ciao.